Wir, das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, machen bei Bits und Bäume mit, weil wir schon seit mehr als 30 Jahren gemeinsam mit der Zivilgesellschaft an brennenden Fragen, die die Zukunft unserer Gesellschaft und der globalen Gesellschaft betreffen, forschen. Das sind Fragen des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit, der ökologischen und der sozialen Nachhaltigkeit. Und die Digitalisierung berührt all die Fragen, zu denen wir forschen. Lebensstile, Energiewende, Unternehmensverantwortung oder Ressourcenproduktivität, Ressourcenschutz. Jede neue Technologie birgt Risiken und birgt gewaltige Chancen. Es macht überhaupt keinen Sinn, eine Technologie schwarz oder weiß zu diskutieren. Und gerade bei der Digitalisierung ist es so, dass sie in sehr viele Lebensbereiche, sehr viele wirtschaftliche Bereiche eindringt und diese komplett verändern kann. Wir haben heute noch nicht genau verstanden, wie die Digitalisierung das Leben und das Wirtschaften verändern wird. Und wir sehen erste Wirkungen und Folgen. Aus sozial-ökologischer Perspektive ist die Gestaltung der Digitalisierung, und zwar in einer Weise, dass sie sozial und ökologisch nachhaltig ist, dass sie die planetaren Grenzen achtet und zu ihrer Achtung beiträgt, notwendig und wichtig. Eine ungesteuerte und nicht gestaltete Digitalisierung hat das Risiko, dass größerer Ressourcenverbrauch, größere soziale Ungleichheit, der Verlust von Privatheit oder Beschleunigung von Energieverbrauch und Klimawandel drohen. Andererseits, eine sozial-ökologisch gestaltete und eingebettete Digitalisierung kann die Entwicklung neuer, nachhaltiger Lebensstile, bei denen weniger Ressourcen verbraucht werden, weniger Energie und weniger Produkte verbraucht werden, wo es mehr um Teilen geht, um Sharing, unterstützen. Sie kann die Energiewende voranbringen durch die dezentrale Steuerung von kleinen, regional produzierten erneuerbaren Energieeinheiten. Sie kann die Unternehmenstransparenz erhöhen durch neue digitale Mittel. Insofern birgt diese Digitalisierung für Nachhaltigkeit große Chancen. Und diese Chancen zu nutzen, das ist genau die gleiche Aufgabe wie negative Entwicklungen zu verhindern. Also, uns geht es um die positive Gestaltung der Digitalisierung und die Vermeidung nicht intendierter Nebenfolgen. Die Digitalisierung wird sehr stark durch die Wissenschaft vorangetrieben. Neue Erkenntnisse, neue wissenschaftliche Erkenntnisse werden zu neuen Produkten und Verfahren. Und die Frage ist nicht so sehr, wie kann die Wissenschaft die Digitalisierung sozial-ökologisch gestalten, sondern welche Wissenschaft wird gebraucht, um Digitalisierung sozial und ökologisch auszugestalten. Und dafür ist eine Nachhaltigkeitsforschung notwendig, der sehr stark auch mit gesellschaftlichen Akteuren kooperiert. Und für eine solche Art der Forschung legen wir auch die Grundlage mit der Konferenz Bits und Bäume, wo ja Wissenschaft und Zivilgesellschaft aus den Bereichen Umwelt, Entwicklung und Digitalisierung zusammenkommen.